Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es regnet endlich. Dankeschön dafür. Ich habe mich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder geschminkt. Heute sogar zweimal, aber das später im Video. Was ich heute für euch habe, ist das neue, ein Teil des neuen Essence-Sortiments. Essence macht ja zweimal im Jahr komplettes Sortiment, haut's auf den Kopf. Und ja, stellt's auf den Kopf, nicht haut's auf den Kopf. Und ich habe mir ein paar Sachen davon besorgt. Und was das so ist, das seht ihr logischerweise jetzt im Video. Wir legen los! Ich werde es in einer Reihenfolge machen. Ihr werdet am Ende des Videos erfahren, warum ich genau diese Produkte geholt habe. Aber dazu später. Das erste, was ich gekauft habe, ist der Essence Prime and Studio Mattifying and Pore Minimizing Primer with Black Clay, also mit schwarzer Tonerde. Ich habe mir einen Primer gekauft, denn für das, was ich vorhabe, brauche ich einen Primer. Der ist grau, also das ist halt echt ein bisschen merkwürdig, aber ich schätze mal, auf der Haut ist er nicht grau. Dann das nächste, was ich geholt habe, ist eine neue Foundation, und zwar ist die von Essence. Und zwar ist es die Hashtag InstaPerfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage Foundation. In der Farbe 10. Das ist die hellste. Ja, ich habe mir eine Foundation gekauft. Ich kann es selber nicht glauben, dass ich eine Foundation besitze. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mir erst eine andere gekauft, weil ich dann aber gemerkt habe, dass die zu dunkel ist, und das ist die hier. Und das habe ich aber erst zu Hause gemerkt. Also schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, kann man eine, die man schon angepumpt hat, nochmal zurückgeben bei DM? Wäre echt nett von euch, wenn ihr mir das sagt, weil dann kriege ich das Geld dafür zurück. Und die ist halt echt, das ist die hellste Farbe und die ist mir viel zu dunkel. Also sagt mir da bitte Bescheid, ob das geht oder nicht. Das wäre natürlich mega. Dann das nächste, was ich gekauft habe, ist... Was nehmen wir dann als nächstes? Nehmen wir mal das hier. Und zwar hat Essence ja diese Matte Touch Blushes schon sehr lange. Aber sie haben es in neuen Farben rausgebracht. Und das ist jetzt der Matte Touch Blush in der Farbe 40 Blossom Me Up. Und ich finde den wahnsinnig schön, weil der ist so leicht peachy, aber geht auch so leicht ins Bräunliche rein. Und ich finde den echt schön. Und ja, für helle Hauttypen, die jetzt nicht diesen Pink-Schmarrn haben möchten, ist der, glaube ich, echt super. Bleiben wir noch beim Gesicht. Und da habe ich einen Highlighter gekauft. Und zwar ist es der Stay Cool Llama Highlighter. Den mischt man so rum, dann hat man so einen leicht goldenen Highlighter. Ist für mich tatsächlich zu dunkel. Ich habe den schon mal benutzt, und zwar hier nur die helle Seite. Das funktioniert ganz okay. Das ist jetzt nicht der krasseste Highlighter auf der Welt. Ich wollte eigentlich den Glazed Donut Highlighter haben, aber den gab es bei mir noch nicht. Deswegen habe ich den jetzt mitgenommen, damit ich da überhaupt was mit anfangen kann. Ich finde die Verpackung richtig cool, weil da eben wirklich ein Llama drauf ist. Aber für meinen Hautton finde ich es ein bisschen zu dunkel. Aber man kann eben auch diese einzelnen Farben benutzen. Und es ist ein sehr natürlicher Highlighter, aber man kann ihn auch aufbauen und dann ist der auch so ein bisschen mehr in-your-face-mäßig. Ich habe noch eine Sache fürs Gesicht. Und zwar habe ich den Coverage Plus Matte Concealer Waterproof Tattoo Covering. Tattoo Covering? Wir werden es jetzt mal schnell ausprobieren, das interessiert mich jetzt. Also das ist jetzt das Ergebnis. Er hat es ein bisschen abgedeckt. Das war mein Handy. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist nicht mehr da. Muss ja auch nicht sein. Das muss ja auch ein Concealer eigentlich nicht können, sondern eigentlich die Augenringe abdecken bzw. highlighten, sagte sie und tat so, als würde sie wissen, was sie hier sagt. Okay. Aber den habe ich mir auch noch gekauft. Und wir machen weiter. Und zwar mit einem einzelnen Lidschatten. Und zwar ist es ein Melted Chrome Eyeshadow in der Farbe 05 Lead Me. Oh, der ist so schön. Der ist wirklich wie flüssiges Metall. Ich finde den wahnsinnig schön. Ich habe ihn auch schon benutzt, das sieht man, weil ich ihn geswatcht habe.
Aber der ist so schön, Leute. Ohne Scheiß. Also, den gibt es noch in vier anderen Farben, meine ich. Ich glaube schon. Die werde ich mir auch noch holen, weil der silberne ist schon der Burner. Und ich werde noch. Da gibt es, glaube ich, noch blau, lila, ja, Gold. Und wenn ihr sowas sucht, hier. Hier. Ich kann es euch gar nicht nah genug in die Kamera halten. Das holt's euch. Mehr brauche ich gar nicht machen. Aua, das tat weh. Dann habe ich noch was für die Augen gekauft. Und zwar haben sie auch mehrere Lidschattenpaletten geholt. Einmal eine mit so neutralen Farben. Dann eine mit Pastellfarben. Und noch eine andere habe ich mir nicht genau angeschaut. Und dann noch die hier. Und zwar Be an Original. Und ich finde die Farben da drin so cool. Also wir haben da drin einen Orangeton, einen Pinkton, ein wahnsinnig schönes Kobaltblau. Wahrscheinlich ist es gar nicht Kobaltblau, aber ich finde es so. Dann auch so ein Grünton. Und ich finde die so schön. Also diese Farbkombi hat mich so angesprochen, dass ich gar nicht anders konnte, als sie zu kaufen. Und ich meine, für 3, ich glaube 3,45 € ist da jetzt ehrlich gesagt nicht viel kaputt, oder? So, jetzt habe ich noch zwei Sachen für euch. Und zwar sind das zwei Sachen für die Lippen. Deutsch, Jessie, Deutsch. Und zwar einmal der Essence Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick in einer wahnsinnig schönen Nudenfarbe. Da habe ich mich jetzt tatsächlich heute gegen entschieden. Ich habe davon schon die Vorgänger, diese Valerius heißen die, meine ich. Also die hier quasi. Fand ich schon ganz cool, aber ich bin einfach. Ich bin einfach ein Matt-Fan. Und jetzt haben sie matte Lippenstifte und der trocknet auch komplett matt runter. Also der ist wahnsinnig cool und den werde ich jetzt definitiv öfter benutzen. Und die letzte Sache, die ich gekauft habe, trage ich auf meinen Lippen. Und zwar ist das ein Melted Chrome Liquid Lipstick. Also ist die gleiche Reihe wie der Lidschatten. Und er ist kussecht und man merkt ihn null auf den Lippen, also gar nicht. Und ich finde, dass er wahnsinnig cool ausschaut. Er trocknet ein bisschen in die Lippenfältchen rein, also wenn man damit ein Problem hat, dass man die dann sieht. Für den ist das eher nichts. Ich habe damit jetzt überhaupt kein Problem. Ja, es betont schon die Lippenfältchen ein bisschen. Wie gesagt, wenn man das nicht mag, dann ist das nichts für einen. Aber die gibt es auch noch in zwei anderen Farben. Und ich habe mir natürlich den dunkelsten geholt, weil ich muss ja meinem Ganzen hier ein bisschen treu bleiben. Und es ist bald wieder Herbst, deswegen brauche ich ein paar dunkle Farben. Aber ja. Ich finde die wahnsinnig schön und ja, vielleicht kaufe ich mir die zwei anderen Farben auch noch. So, das waren jetzt die Sachen, die ich mir gekauft habe. Und der Grund, warum ich mir genau diese Sachen gekauft habe, ist, dass ich in einem der nächsten Videos ein Make-up schmink. Und zwar komplett von A bis Z. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren und das Glöckchen aktivieren, denn dann verpasst ihr nicht, wenn ich mir sämtlichen Käse, was ich jetzt gerade gekauft habe, mir ins Gesicht klatsche und ihr sehen wollt, wie ich mit Make-up und Co. aussehe, dann wie gesagt, abonniert einfach und dann werdet ihr mit der Glocke, hat man das gerade gehört, mit der Glocke dann natürlich auch benachrichtigt. Und ja, ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, ich bin strange, aber das wissen wir alle schon. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei und wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Bis dann!